Noct. Dieses Foto soll's sein? Ganz sicher? Ja. Sind das etwa? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Du kamst, um den Thron zu besteigen. Doch da sitzt schon jemand. Runter vom Thron, Hofnarr. Da sitzt der König. Ich habe gewartet, Noct. Oh, wie lange ich gewartet habe. Endlich. Heute Nacht endet die Linie der Luzis. Mann, der Typ ist echt nachtragend, was? Zeit heilt wohl nicht alle Wunden. Sitzt er auf dem Thron? Ja, aber nicht mehr lange. Der Platz gebührt mir. Was soll das? Denkst du etwa, ich hätte so lange gewartet, um gegen Günstlinge zu kämpfen? Komm schon, Noctis. So ein Arsch. Sorry, aber so ein Arsch. Muss ich nicht da hoch? Anscheinend nicht von der Seite. Na gut, gehen wir von dieser Seite. Ich hab genug. Ich auch. Ich hab auch genug. Hä? Oh. Mal sehen, ob aus dem ignoranten, schwachen Prinzen ein weiser, starker König geworden ist. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht. Okay. Der erwählte König des Lichts und der von allen verabscheute und verstoßene König. Nächster Schwächling, ich schaff das schon. Ich habe mir Mühe gegeben, sie unwohnlich zu gestalten. Autsch. Mensch, der kann genau dieselben Sachen wie ich. Das ist sehr unfair. Diesmal nicht. Ich treffe den echt kaum. Kann das sein? Naja, gleich habe ich meine Königswaffen voll. Also mein Limit. Au. Das ist meine Chance. Auf die muss ich warten. Na, okay, ich warte auf gar nichts mehr. Ich greife ihn einfach an.
hat der König des Lichts mir nicht zu bieten? Stell dich gefälligst mal ein bisschen näher an. Hast du mächtige Kräfte erhalten oder etwa nicht? Sieh an. Endlich scheinen meine Rachepläne aufzugehen. Mein großer Traum geht heute in Erfüllung. Keine Sorge. Noch ist es nicht vorbei. Na, das wollen wir doch mal sehen. Wer ist stärker? Der Kristall oder ich? Gib mir eure Kraft! So gefällst du mir schon weitaus besser, König Noctis. Oh nein, jetzt muss ich hier wieder so in der Luft rumfliegen. Wo ist er denn? Wieso hat er eigentlich auch Messerchen? Das verstehe ich nicht. Ich mache übrigens gerade nur anvisieren und Angriff, ne? Nichts mit verteidigen oder sowas, weil ich glaube, dann verliere ich ihn nur aus den Augen. Ich verliere ihn ja so schon fast aus den Augen hier. Trotz Anvisierung. Wer von uns beiden wird wohl zuletzt lachen? Sieh an, wen haben wir denn da? Die Herrschaften sind nur hier, um deinen Tod zu bezeugen. Als dein Vater starb, warst du mit deinen Freunden in der weiten Welt unterwegs und hast dich amüsiert. Und als Luna starb, hast du vor Erschöpfung ein Nickerchen gemacht. Denkst du, 10 Jahre reichen, um stärker als ich zu werden? Hast du eine Ahnung, wie lange ich in der Dunkelheit verbracht habe? Ich kann nicht mehr ausweichen, ne? Nö, er weicht einfach nicht mehr aus. Des Sohnes Hand. Es ist vorbei, König Noctis. Vertreibe die Dunkelheit. Und gib der Welt ihren Frieden zurück, während ich erneut vergessen werde. Aber diesmal wirst du Frieden finden. Schließ die Augen. Du wirst sie nie wieder öffnen müssen. Ich warte im Nichts auf dich, Noctis.
ich wünschte. Ja, ich weiß. Viel Glück. Du schaffst das. Prompto. Gladio. Ignis. Viel Glück. Denk dran. Gebt niemals auf. Leb wohl. Noctis. Majestät. Bis bald. Endlich bin ich zurück. War ein langer Weg, aber ich bin jetzt soweit. Ich danke euch, Luna, Jungs, Vater. Unsere Erinnerungen geben mir Kraft. Könige von Lucis. Kommt zu mir!
Genug gemault. Ja, ja. Fertig? Ja. Und los! Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht? Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Was? Das war jetzt das Ende? Noctis ist jetzt tot oder was? Die Welt ist versunken in Finsternis. Ich meine, wurde die dadurch jetzt noch befreit? Wahrscheinlich, vermutlich. Das war's jetzt? Oh Mann. Okay. Ja gut, anscheinend war es das tatsächlich jetzt. Das war jetzt so das Ende. Also ich habe noch nicht mal mehr überhaupt irgendein Happy End bekommen anscheinend. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es ein Happy End war. Ich meine, Luna ist tot, Noctis ist tot. So kann man sich natürlich auch ein Ende machen. Ja, okay. Wo fange ich jetzt am besten an? Fangen wir mal so an. Final Fantasy 15. Viele haben drauf gewartet. Es wurde ziemlich lange an diesem Spiel gebastelt, und zwar 10 Jahre lang. Dann gab es vor Release, weiß ich nicht, es wurde so unglaublich aufgemotzt. Mit Demo hier, Demo da, Demo überall, die man spielen konnte plötzlich. Man durfte sie allerdings nicht einfach runterladen, man wurde dafür auserwählt oder sowas. Konnte zum Beispiel einen Key gewinnen bei einer Gamescom. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so war das. Da konnte man dann halt spielen, wenn man gewonnen hat. Man musste wirklich gewinnen, um überhaupt die Demo spielen zu dürfen. Und ganz viele solcher Sachen. Dann gab es ein Anime dazu, es gibt einen Film dazu. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? Und fest ich kann. Ja, voller Kraft. Was soll ich sagen? Bisschen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Spiel dieser Trubel nicht wert war. Tatsächlich, ja. Auf meiner Skala oder auf meiner Lieblings-Final-Fantasy-Liste sozusagen würde sich tatsächlich dieser Teil einreihen zwischen Final Fantasy X-2 und Final Fantasy XII. Wobei Final Fantasy XII jetzt nicht so schlecht war. Das hat mir wenigstens noch Spaß gemacht. Ja, ich muss tatsächlich gestehen. Erstens finde ich den Soundtrack hier
den man gerade hört, für ein Final Fantasy unglaublich furchtbar. Warum auch immer, ich finde es einfach schrecklich. Es ist, ach, furchtbar, richtig schlimm. Ich würde am liebsten auf stumm schalten gerade. Aber kann ich ja nicht, ne? Beziehungsweise wäre ein bisschen blöd, wenn ich das machen würde. Von der Story her muss ich sagen, mir hat der Film super gefallen zu dem Spiel. Der Film war wirklich klasse und hat Spaß gemacht und neugierig auf mehr gemacht. Aber das Spiel, die Story an sich fing langweilig an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wobei, so langweilig fing sie ja gar nicht an. Wir hatten ja zwischendurch dann da diesen Albtraum, wo ich mich einfach frage, was ist denn damit? Was hatte dieser Albtraum bitteschön zu bedeuten? Weil eigentlich, wenn man jetzt das Spiel durch hat, hat der Albtraum gar nichts mehr zu bedeuten. Also wirklich nichts, ne? Keine Ahnung, das wurde überhaupt nicht aufgeklärt. Das nächste ist, ja, das, was ich cool fand, war wirklich dieser Kampf gegen Titan. Das fand ich richtig episch. Das war unglaublich cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann gab es aber wieder so eine langweilige Phase dazwischen, die mir dann wieder keinen Spaß gemacht hat. Das ist ziemlich lange her, dass wir zelten waren. Viel zu lange. Wisst ihr, was ist? Also ich... Scheiße. Weiß auch nicht. Mir fehlen die Worte. Es ist so. Ich bin mir meiner Sache sicher. Aber wenn ich hier so mit euch sitze und rede, dann würde ich am liebsten aussteigen. Kann ich gut verstehen. Dass ich das mal von dir höre. Wunder geschehen. Vielen Dank, Jungs. Bessere Freunde gibt es nicht. Tja, da kann man wohl sagen, das war wahrscheinlich die Szene, als sie dann das letzte Mal gezeltet haben. Da hat man ja gar kein Gespräch eigentlich gehabt, ne? Man hat nur das übliche Menü gehabt, was man halt wegdrücken konnte. Und da hat man natürlich jetzt auch gemerkt, dass er ja anscheinend wusste, dass er sterben wird. Und im Grunde wussten wir es ja auch schon, weil Bahamut hat ja sowas gesagt wie, ja, du musst dein Leben dafür geben. Und... Tja,
dann ist er ja anscheinend tatsächlich jetzt tot, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich fand Final Fantasy 15. Ich weiß. Tja. Wie fand ich das Spiel? Es gab unglaublich viel, was mich genervt hat. Mich haben die Wege genervt, dass die so mega lang waren. Dass das alles so riesengroß war, obwohl es unnötig war. Das war eigentlich noch so das Schlimmste, weil zwischen den Orten A, B, zwischen den Orten von A nach B war jetzt nicht so unglaublich viel Sehenswertes. Das heißt, im Grunde, meiner Meinung nach, haben die diese Welt größer gemacht, als sie eigentlich hätte sein müssen. Und dadurch war sie eher mager eingerichtet, sag ich jetzt mal. Also sie kam mir zwischendurch sehr leer vor, wenn man dann da einfach nur rumrennt und ja, mal einen Busch untersucht oder so. Das war eigentlich auch so etwas. Es gab meiner Meinung nach nichts Geheimes. Es gab zig Nebenaufgaben, die einfach nur nervig waren, weil es immer nur solche Sachen waren wie hol Item B da ab, Item A holst du da ab und dann bringst du es zu mir. Oder mach ein Foto da und da und dann bringst du mir die Fotos. Das waren langweilige Nebenaufgaben. Also ich habe wirklich noch nie so langweilige Nebenaufgaben gehabt. Auch die Jagden waren nichts Besonderes. Das waren, wie gesagt, einfach nur so Jagden, die man abschließen konnte, wie damals bei Final Fantasy XII. Und das fand ich auch schon langweilig. Aber da musste ich wenigstens nicht noch so arschlange fahren dafür. Mann! Die Sonne geht wieder auf. Luna Freya. Du warst tapfer. Vielen Dank, dass du meinem Sohn den Ring überbracht hast. Wie du weißt, hat Noctis seine Fehler. Doch ich bin stolz auf ihn. Ich wünsche euch beiden, dass ihr glücklich werdet.
Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay, ich gebe auf. Ich verstehe nichts mehr. Hä? Was soll das? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich meine, leben die jetzt doch? Wieso? Hä? Ist das einfach nur noch mal so ein kleines Anhängsel für die Fans, so nach dem Motto, hier, habt ihr noch ein Happy End, seid zufrieden oder was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Mann. Was ist denn das jetzt? Abschlusszertifikat. Stufe 64. Wow, toll. Löschen? Nein. Ja, wir speichern den Endspielstand mal. Aber nicht da, sondern hier. Dann da. Na gut, dann eben da. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kommt jetzt noch irgendwas, oder? Vielleicht auf einmal Luna und Noctis und Kinder? Nein, okay, jetzt ist einfach nur das Logo hat sich verändert anscheinend. Sind wir jetzt im Hauptmenü? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind im Hauptmenü. Alles klar. Also, ja, ich muss erstmal selbst, glaube ich, meine Gedanken sortieren. Ich persönlich habe das jetzt überhaupt nicht mehr verstanden, ganz zum Schluss, das mit Luna und Noctis. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwie so eine, einfach nur so ein Himmelsende, sage ich jetzt mal, dass im Himmel die beiden halt zueinander gefunden haben oder so und dann halt doch noch geheiratet haben. Andererseits, warum haben sie sich dann ausgerechnet den Thron dafür ausgesucht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ich aber sagen kann, ist, dass mir zwischen, also dass das Spiel Höhen und Tiefen hatten. Der Anfang war eher so ein Tief, weil der Anfang jetzt noch nicht so unglaublich spannend war. Mit dem Autoschieben, mit den weiten Wegen, dann musste der Regal ja erstmal repariert werden. Dafür durfte man hin und her latschen und das fand ich eher ein bisschen langweilig. Zwischenzeitlich wurde es dann aber besser, nämlich der Kampf gegen Titan, der war unglaublich episch und ich fand ihn richtig gut und ja, auch das, was so danach passiert ist, es war alles mega toll und hat mir auch sehr gut gefallen. Dann gab es allerdings wieder so einen Zeitraum, wo es eher langweilig wurde und das war dann, als wir in Altissia ankamen. Ab da fand ich es dann wieder eher ein bisschen langweilig. So Regierungskram, auch das mit Leviathan, das hat mich nicht so beeindruckt wie Titan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand das alles sehr unübersichtlich in diesem Kampf gegen Leviathan, da fand ich auf jeden Fall Titan wesentlich besser. Ja, und dann weiß ich nicht, dieses Ganze, was wir dann hatten, wo dann hier Adin mit uns gespielt hat, von wegen in dieser Anlage und so und wir dann auch unglaublich weite Wege ablatschen durften, um Schlüsselkarte A und B und C und so weiter zu holen oder zu aktivieren. Das fand ich dann eher nicht sonderlich spannend, sondern eigentlich eher nervig. Ja, weiß ich nicht. Also das Spiel hat wirklich Höhen und Tiefen. Von der Story her, wie gesagt, ich habe das Ende kein bisschen verstanden. Ich bin der Meinung, Noctis musste sich anscheinend dafür jetzt opfern, um die Welt von dieser Finsternis zu befreien, von Adin zu befreien. Da Adin ja zum guter Letzt dann nochmal richtig besiegt wurde anscheinend. Aber was das dann mit Luna und Noctis sollte zum Schluss, das weiß ich persönlich nicht.
diejenigen, die das wissen, können mir das gerne in die Kommentare schreiben, weil ich kann mir daraus jetzt echt keinen Reim machen. Weil tot ist tot, ne? Und dann kann man nicht einfach wieder aufstehen und sagen, ach komm, wir heiraten jetzt doch und so, ne? Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Deswegen, meine Theorie wäre halt, dass sie vielleicht dann, da sie ja beide tot sind, vielleicht jetzt für die Ewigkeit irgendwie, in der Ewigkeit, zueinander gefunden haben, sozusagen. Aber, ja, ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ja, was noch? Ja, die Nebenaufgaben fand ich schrecklich in dem Spiel. Die waren für mich zu langweilig und ich werde sie auch nicht machen. Es interessiert mich wirklich kein bisschen und auch jetzt, ich weiß, ich könnte jetzt das Spiel noch starten, könnte noch unzählige Nebenaufgaben machen, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich meine, wenn ich solche Nebenaufgaben schon lese, wie Fotos machen an 15 verschiedenen Stellen oder an 20 verschiedenen Stellen, da habe ich schon keine Lust mehr drauf. Oder dieser Typ, der immer mal eine Panne hat, dem kann ich ein ein Pannenset geben. Und dann habe ich da auch wieder eine Nebenaufgabe geschafft. Und der steht aber auch an, keine Ahnung, 30 verschiedenen Stellen rum in dem ganzen Land, die man dann absuchen darf. Und das Gleiche gilt dann auch noch für andere Sachen, die man dann noch machen kann, wo man auch einfach nur das ganze Land absuchen darf. Und ja, dann diese Nebenaufgaben wie zum Beispiel Rubine finden für den einen Tonti, ständig irgendwelche Ersatzteile suchen für das Auto für Sydney, ständig irgendwelche Lieferungen abholen für den komischen Typen in dem Restaurant in Hammerhead. Das sind, weiß ich nicht, das sind Nebenaufgaben, die furchtbar langweilig sind, wirklich furchtbar langweilig. Und dadurch, dass man eben mit dem Auto überall hinfahren kann, muss und sich nicht mal eben teleportieren kann oder sowas, ist das mega, mega zeitaufwendig und für mich persönlich eher Zeitverschwendung, weil ich persönlich meine Zeit, wenn ich das Spiel spiele, bleibt ja nicht stehen und wenn ich so einen Schwachsinn machen muss, ist das leider eher Zeitverschwendung für mich. Aber das sehen bestimmt auch viele anders, aber ich persönlich bin wirklich der Meinung, dass Final Fantasy XV war definitiv nicht das beste Final Fantasy ever. Und es war noch nicht mal ansatzweise ein richtig gutes Final Fantasy XV. Es war, naja, eher ein mittelmäßiges Final Fantasy, ja. Also, es war auf jeden Fall, es wird mit Sicherheit nicht mein Lieblingsteil und ich werde es mit Sicherheit auch nicht nochmal spielen. Der Film ist gut. Der Film ist wirklich gut. Den kann ich noch empfehlen, den habe ich mir jetzt schon zweimal angeguckt. Der gefällt mir immer wieder aufs Neue. Aber das Final Fantasy XV hier, das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gab gute Momente, aber es gab für mich persönlich zu viel Schlechtes in dem Spiel, was mir nicht gefallen hat. Wie gesagt, ich brauche keine riesengroße Map, die leer aussieht. Ich brauche nicht Kilometergeld, was ich da nicht verdiene in dem Spiel. Also ich muss mir nicht einen ablatschen, um von A nach B zu kommen. Ich brauche keine 180 Nebenaufgaben und ich brauche keine 180 Jagden, die ich machen kann. Und dann aber so eine mittelmäßige Story. Das ist das Nächste. Dieses, wenn man es jetzt wirklich mal zusammennimmt, dann, ich habe noch so viel an Nebenaufgaben zu tun. Und ich hatte schon so viele Nebenaufgaben gemacht. Ich habe mal wirklich einen Tag hier gesessen und habe nur Nebenaufgaben gemacht von dem Spiel. Und dafür ging ein ganzer Tag drauf und ich war am Ende noch nicht mal fertig, sodass es wirklich mal zu diesem Zeitpunkt keinerlei Nebenaufgaben oder Jagdmissionen mehr gab. Und es kommt jetzt, wenn man es jetzt noch weiterspielen würde, dann würden noch so viele weitere Nebenaufgaben und Jagden dazukommen. Und das ist eigentlich, das ist einfach der falsche Weg, Square Enix. Das ist falsch. Ihr müsst eure ganze Energie dürft ihr nicht in Nebenaufgaben verschwenden. Nebenaufgaben, das ist ein Lückenfüller. Mehr ist das nicht. Das sind Nebenaufgaben. Nebenaufgaben sind Lückenfüller. Aber wenn man davon zu viele nimmt, dann hat meiner Meinung nach die Story einfach viel zu viele Lücken.
Und dann hätte man vielleicht mehr Zeit in die Story investieren sollen. Wobei ich mich dann frage, was haben die 10 Jahre lang gemacht an dem Spiel? Keiner weiß es. Naja, also das ist so meine Meinung zu dem Spiel. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht sehr begeistert von dem Spiel. Zwischendurch war ich echt begeistert bei dem Kampf gegen Titan. Da war ich total euphorisch und habe so gedacht, so, boah, das Spiel, das wird ja vielleicht sogar richtig gut. Und dann kam aber so dieser Moment, da ist das Ganze wieder alles abgeschwächt und weiß ich nicht. Es gibt so viele Sachen, die mir dann nicht gefallen haben. Ich meine, Titan hat mir gefallen. Sehr. Leviathan hat mir auch gefallen. Zwar nicht der Kampf, aber das Geschöpf an sich hat mir gefallen, weil es einfach klassisch war. Ne? Leviathan war diese riesige Meeresseeschlange, Ungeheuer, wie auch immer. Titan war ein riesiger Riese. Ramu hat mir auch gefallen, weil es immer noch ein Mensch war mit zotteligem langen Bart und seinem Stab in der Hand und alles. Was mir nicht gefallen hat, war tatsächlich Bahamut, weil Bahamut war bisher in jedem Final Fantasy Teil ein Drache. Und hier war es ein Etwas mit menschlichem Gesicht. Genauso wie Ifrit. Ifrit war in jedem Teil ein Biest. Muss man wirklich mal so sagen. Es war ein Biest, es war ein Monster und hier war es ein Mensch mit einem hässlichen Hut auf, sozusagen. Ja, das sind so Sachen zum Beispiel, die haben mir gar nicht gefallen. Aber naja, wie dem auch sei. Ja, ich bin natürlich sehr auf deine Meinung gespannt zu dem Spiel. Meine Meinung hast du jetzt gehört. Dieses Spiel hat von mir leider nicht Wiederspielwert. Sprich, ich werde es mit Sicherheit nicht nochmal spielen. Ich bin tatsächlich der Meinung, es wurde viel zu viel Wirbel für dieses mittelmäßige Spiel gemacht. Es ist kein Top-Spiel, es ist kein Super-Spiel. Es ist ein mittelmäßiges Spiel mit einer ziemlich kurzen Story, wo viele Fragen aufbleiben. Ich denke, man hätte die Story wesentlich besser machen können. Man hätte da noch viel mehr rausholen können. Und vor allem hätte man ja auch das, was in dem Albtraum passiert ist, das hätte man mit Sicherheit auch irgendwie integrieren können. Aber das wurde einfach irgendwie fallen gelassen. Dieser ganze Albtraum, der wirklich mächtig einen zum, also, weiß ich nicht, zum Grübeln brachte. So, was passiert da? Wird Noctis vielleicht zum Schluss böse und kämpft gegen Luna Freya? Weil das ist ja im Grunde passiert, dass er sie angegriffen hat in dem Albtraum. Und das alles wurde einfach mal so hinten runterfallen lassen. Und weiß ich nicht, so ab der Mitte des Spiels hat man das Gefühl, die Entwickler hatten vielleicht keinen Bock mehr auf Story und wollten lieber Nebenmissionen machen, weil die schneller gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Meinung. Schreib sie mir bitte ehrlich in die Kommentare. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen drüber diskutieren könnten vielleicht. Und ja, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Projekt. Und ich bedanke mich natürlich auch bei jedem, der zugesehen hat. Und freue mich auch immer richtig über die Kommentare, die ich so bekommen habe. Ich, ja, möchte mich da wirklich sehr bedanken, dass ihr mich bei diesem Spiel begleitet habt, dass ihr mir ganz viele tolle Tipps und Tricks gegeben habt. Und ja, Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und jetzt verabschiede ich mich nun und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!